keiner. Ich dachte mir, ich muss auch mal wieder ein Video drehen. Und es war gerade echt ein bisschen schwer zu starten, weil ich das schon so lange nicht mehr gemacht habe. Ich bin irgendwie total rausgekommen. Ja, der Grund, warum so lange kein Video kam, war einerseits, dass ich mir mit meinem Kanal einfach nicht mehr sicher bin, was für ein Content ich bringe. Ich meine, ich habe ja sogar das Wort Bücher in meinem Kanalnamen. Und das war auch damals der Grund, warum ich unbedingt mit YouTube starten wollte, weil ich einfach BookTube für mich entdeckt hatte und ja, einfach die Community so toll fand und unbedingt wieder mehr lesen wollte und auch darüber reden wollte. Aber mittlerweile fällt mir auf, dass ich gar nicht mehr so viel BookTube schaue selbst. Und ja, im Moment gucke ich sogar recht wenig YouTube-Videos. Also in letzter Zeit nimmt es wieder ein bisschen zu, aber ich habe echt eine Zeit lang wirklich mal wieder Serien geschaut. Nichts Aktuelles, immer nur die gleichen alten Serien, die ich immer schaue. Es war echt irgendwie komisch. Ich habe den ganzen Tag, ich hatte irgendwie keine Lust auf nichts. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich nicht mehr so viel Lust hatte zu lesen. Wobei ich sagen muss, das kommt gerade wieder. Aber auch so ganz anders als vorher. Auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Also, ich lese natürlich immer noch gerne. Und das wird auch immer ein Teil in meinem Leben sein, weil das einfach eine super Möglichkeit ist, sich über alle möglichen Themen auch zu informieren. Aber ich weiß nicht mehr, ob sich mein Lesegeschmack sich so entwickeln wird. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt viel lesen werde. Und ich weiß auch gar nicht, was jetzt mit meinem Blog passiert. Ob ich überhaupt noch Bock habe, Rezensionen zu schreiben. Im Moment, weil ich habe einige Bücher gelesen und ich hänge mit meinen Rezensionen zurück, weil ich ja eigentlich den Anspruch hatte, alle, also zu jedem Buch, das ich lese, eine Rezension zu schreiben. Ich weiß nicht, ob ich da Bock drauf habe, dass ich halt irgendwann wieder denke, ah ja, jetzt habe ich einfach richtig Lust, eine Rezension zu schreiben und mich dann auch hinsetze und das mache. Ich weiß nicht, ob ich da noch Lust drauf habe. Es kann auch sein, dass ich das gar nicht mehr mache. Was mir einfach mega Spaß macht, also so die Themen, die mir einfach mega Spaß machen, über die ich auf meinem Blog schreibe, sind halt so, ja, das ist eigentlich auch so mein Steckenpferd-Thema. Das ist immer so, wie soll ich sagen, so Tagebucheintragmäßig. Irgendwelche Gedanken, die ich habe, über die ich dann halt schreibe. Genauso wie diese Talk-Videos auch eigentlich einfach nur meine Gedanken sind, die ich zu bestimmten Themen habe. Und es erfreut mich einfach, die mit euch teilen zu können. Und das ist so ein bisschen meine Leidenschaft hinter dem Ganzen. Und ich mag das. Ich mag dieses Format, vor allem dieses Videoformat. Mittlerweile schneide ich gerne, was ich niemals gedacht hätte. Es macht mir unglaublich Spaß, sozusagen so mein eigenes kleines Filmchen zu erstellen. Und ich will mich einfach noch mehr damit auseinandersetzen. Dieses Format YouTube ist immer noch eins meiner Lieblingsformate. Wobei ich in letzter Zeit auch echt gern Podcasts höre. Aber ja, genau. Also, es ist echt, es verändert sich gerade was. Ich weiß nicht, ich bin seit einer Weile an so einem Knackpunkt irgendwie. Irgendwie ist so ein Transformationsprozess im Moment in Gange und ich weiß nicht so recht, was da so auf mich zurollt. Und ich habe ja von Anfang an immer gesagt, ich mache das, was mir Spaß macht auf meinem Kanal. Und wenn ich gerade Bock habe, irgendwas total Mainstream-mäßiges zu machen, wie mein letztes Video und mich ein bisschen über Babys Musikvideo lustig zu machen. Ich meine, so what? Ja, ich meine, ich hatte ja unter dem Video auch einen Kommentar von wegen, also die Person mochte halt einfach meinen anderen Content und sie fand es schade, dass ich da auch so mitgemacht habe. Aber es ist einfach im Moment so eine Findungsphase.
ich will halt einfach auch andere Formate ausprobieren und schauen, ob mir das Spaß macht, ob das zu mir passt. Und um das festzustellen, muss ich das halt einfach ausprobieren. Und ich weiß halt nicht, inwieweit ich mich damit identifizieren kann. Vielleicht mache ich sowas auch nie wieder, ich habe keine Ahnung. Vielleicht macht mir das auch voll Spaß und ich mache das halt, aber mir geht es wirklich darum, also mir geht es wirklich um meinen Spaß. Ich habe keine Lust, meine Zeit zusätzlich noch mit irgendwas zu verbringen, was mir keinen Spaß macht. Mein Studium reicht mir schon. Das ist übrigens auch der Grund, warum in letzter Zeit so gar nichts kam. Also so auch nichts anderes. Ich hätte ja was anderes machen können, nicht irgendwie was Buchbezogenes. Habe ich ja sowieso schon die ganze letzte Zeit eigentlich, seit Rom vor allem. Aber ich habe halt an der Hausarbeit geschrieben und noch ewig irgendwie daran gesessen. Und kennt ihr das? Die Studenten unter euch kennen das, wenn ihr Uni schwänzen müsst, um Uni zu machen. Voll sinnvoll. Ja, das hatte ich in letzter Zeit und ich saß echt nur davor. Und ich bin so froh, dass ich es endlich irgendwann beendet hatte und abgegeben habe. Ehrlich, ich hoffe, ich habe immer Angst, dass ich irgendwas vergessen habe, zu kennzeichnen, was irgendwie fremdes Gedankengut ist oder so. Und dann auf einmal heißt es irgendwie Plagiat und ich bin durchgefallen und ich habe da immer so einen Film irgendwie. Aber es ist jetzt schon mal erstmal abgegeben und ja, ich hoffe ja einfach, dass das gut wird. Und wenn nicht, dann habe ich halt Pech gehabt. Aber ich habe es beendet. Das ist ja auch schon mal was. Ja, genau. Und deswegen habe ich halt in letzter Zeit wirklich nichts anderes gemacht. Wirklich nichts anderes. Und das, also ich war schon so, das ist bei mir halt immer richtig extrem, weil ich chill eigentlich die ganze Zeit nur. Ich mache echt nur so das Nötigste für die Uni. Also ich bereite so ein bisschen den Unterricht vor und nach, aber ich mache echt nicht viel. Und ich habe einfach, irgendwie ist die Luft raus. Ich meine, ich studiere seit Wintersemester 2011 und ich habe keine Lust mehr. Ich will einfach nur noch abschließen und das merkt man auch. Und ich bin immer intoleranter mit den Sachen, die mir einfach keinen Spaß machen. Ich möchte das nicht in meinem Leben haben. Und ja, deswegen versuche ich halt so viel wie möglich, einfach Sachen zu machen, die mir wirklich Freude bereiten. Und davon hatte ich halt in letzter Zeit nicht so viel, weil ich wirklich echt die ganze Zeit davor saß. Genau, und deswegen kam halt auch nichts. Und es war sehr stressig. Und ich bin froh, dass das jetzt vorbei ist. Und ich werde in Zukunft versuchen, mir meine Zeit wieder besser einzuteilen. Man macht immer das Gleiche. Man fängt immer auf den letzten Drücker an, obwohl man es nicht will. Es ist immer das Gleiche. Aber ja, ich versuche mich ein bisschen besser zu organisieren und dann mal schauen. Und zu dem Zeitpunkt, wenn ihr dieses Video seht, ich weiß nicht, ob ich dann schon meinen neuen Kanalnamen habe. Ja, dadurch, dass jetzt halt auch sehr viel, ich weiß nicht, ob sehr viel anderer Content kommt. Ich weiß auch nicht, ob ich viel mache oder wenig. Ich mache das halt wirklich einfach, zum Beispiel jetzt gerade, ich habe so Bock gehabt auf diesen Spaziergang in der Sonne und einfach die Kamera rauszuholen und zu labern. Das macht mir so unglaublich Freude und deswegen mache ich das jetzt auch einfach. Und wenn ich aber keinen Bock habe, dann halt nicht so. Und wenn dann halt 3 Monate nichts kommt und dann wieder jeden Tag ein Video, habt ihr halt Pech gehabt, so ganz ehrlich. Also weil ich meine, man schaut schon ein bisschen danach, was vielleicht gut ankommt und was nicht. Und das kriegt man ja auch irgendwie automatisch mit, ne? Ich nehme mich da jetzt gar nicht raus. Aber darum geht es mir halt wirklich überhaupt nicht. Also, ja. Und darauf gehe ich auch noch in einem anderen Video ein. Auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt, an dem ihr dieses Video hier seht, habe ich vielleicht einen neuen Kanalnamen. Ich weiß nicht, ob ich den dann schon habe. Ich weiß auch gar nicht, ob das irgendwie dauert, dass der irgendwie bestätigt werden muss oder so. Aber wenn ich den habe oder in Zukunft haben werde, weil ich will halt nicht irgendwas mit Bücher heißen, wenn es halt nicht hauptsächlich, ich dachte halt wirklich, dass es hauptsächlich um Bücher gehen würde und dass dann halt so ab und zu mal so ein Video zu einem anderen Thema kommen würde, aber es ist halt einfach nicht so. Und ja, ich meine, ich interessiere mich halt auch viel für
genau, für solche Labervideos und für Persönlichkeitsentwicklung, für Spiritualität. Also das sind halt irgendwie so meine Themen. Minimalismus, da kommt, glaube ich, auch noch was zu. Vielleicht Sport, Yoga, ich weiß nicht, Meditation. Es gibt viel, was mich so interessiert. Und es kann halt sein, dass ich das alles irgendwie in meine YouTube-Videos ja, mit reinbringe. Und natürlich Reisen und Vlogs. Vlogs sind toll. Genau. Und was es mit meinem Namen auf sich hat. Also, mein Name hat was mit meinem Sternzeichen zu tun. Und ich war früher so ein kleiner Sailor Moon-Fan. Und mehr sage ich dazu nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!